und willkommen zu Teil 2 unserer Geschenkeserie. Heute wird lecker gebacken und zwar meine absoluten Lieblingskekse, Vanillekipfel. Und das Ganze packen wir dann noch schön weihnachtlich ein und das sieht dann in etwa so aus. Und ich finde, es ist wirklich total niedlich. Es erinnert mich so ein bisschen an eine Winterlandschaft. Die Kekse haben es schön warm, weil sie hier in Wolle eingepackt sind. Also ich finde das eine ganz niedliche Idee und ich zeige euch erstmal, wie man die Kekse macht. Und zwar brauchen wir Butter und Zucker und nachher auch etwas Puderzucker zum Verzieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr Teile des Zuckers schon durch Vanillezucker ersetzen, dann wird der ganze Keks noch etwas vanilliger, aber ansonsten braucht ihr den Vanillezucker nachher nur zum Wenden der Kekse. Dann brauchen wir Mehl und die Geheimzutat meiner Oma, ein ganz klein bisschen Backpulver, was wir schon in das Mehl untergemischt haben und gemahlene Mandeln. Mehr ist es nicht und daraus machen wir jetzt die Kekse. Um jetzt daraus die Kekse zu machen, verteilen wir unser Mehl auf der Arbeitsfläche und drücken eine Mulde rein, wo wir dann unsere restlichen Zutaten reingeben. Also die Butter, den Zucker und die gemahlenen Mandeln. Und das Ganze verkneten wir jetzt so lange, bis daraus ein Teig wird. Das dauert eine ganze Weile, vor allen Dingen, wenn ihr die Butter auch nicht vorher habt etwas erwärmen lassen. Also es geht leichter, wenn die Butter nicht mehr ganz so hart ist. Wenn sich der Teig dann jetzt formen lässt zu einem Ball, dann packen wir ihn in Frischhaltefolie ein und tun ihn für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, damit er wirklich wieder fest werden kann. Und das war es eigentlich schon fast. Jetzt können wir den Teig in kleine Halbmonde formen. Ich bekomme aus dem Teig so ungefähr 50 Vanillekipfel raus, die sind aber sehr groß. Wenn ihr also lieber kleinere mögt, dann könnt ihr bis zu 70 Vanillekipfel rausbekommen. So, und wenn ihr alles fertig geformt habt, dann tut ihr die Kekse in den Ofen und zwar bei 175 Grad. Und sie brauchen ungefähr 20 Minuten. Meine waren wie gesagt ein bisschen größer und haben deswegen 25 Minuten gebraucht. Ihr solltet so darauf achten, wenn sie so leicht braun am unteren Rand werden, dann sind sie eigentlich fertig. Und dann nehmt ihr sie raus und lasst sie 5 bis 10 Minuten abkühlen, weil wenn ihr sie jetzt hochhebt, dann werden sie einfach zerfallen, weil die Butter da drin weich ist und solange das nicht wieder ein bisschen fest geworden ist, zerfallen die Kekse. Deswegen wartet 5 bis 10 Minuten und dann nehmt ihr aber den noch warmen Keks und wendet ihn im Vanillezucker. Wichtig ist, dass der Keks wirklich noch leicht warm ist, damit der Zucker an dem Keks haften bleibt. So, und jetzt könnt ihr die Kekse auf einen Kuchenrost legen und sie komplett auskühlen lassen. Wenn sie dann komplett kalt sind, dann geben wir den Puderzucker drüber und dann sind unsere Kekse fertig. So, jetzt könnt ihr die Kekse natürlich in eine Blechdose tun. Das habt ihr auch mit der Hälfte meiner Kekse gemacht. Aber die andere Hälfte habe ich fertig zum Verschenken verpackt und dazu habe ich, wie gesagt, diese kleine niedliche Verpackung hier gebastelt. Und zwar hatte ich noch ganz viele Joghurtgläser übrig. Das geht euch vielleicht auch so. Diese 500 Gramm Joghurtgläser habt ihr ausgewaschen. Und dann brauchen wir außerdem noch ein schönes Band. Ich habe jetzt hier so ein Strickband. Das habe ich bei Blume 2000 gefunden. Vielleicht findet ihr irgendein anderes schönes Band. Ich fand, es hat farblich gut gepasst, weil die Vanillekipfel jetzt so ein bisschen aussehen, als wären sie eingeschneit. Und dann dazu diesen Schal für unser Keksglas. Finde ich ganz niedlich. Und was ihr macht, ist, ihr legt dieses Band einmal um diese Dose herum, um dieses Glas herum und schaut, wie lang es sein muss. Und dann schneidet ihr es zurecht und dann braucht ihr eine Heißklebepistole. Mit der Heißklebepistole wirklich immer vorsichtig sein. Es ist super heiß, der Kleber, und ich habe mich mehr als einmal verbrannt. Also seid etwas vorsichtiger als ich. Und was ihr dazu macht, ist, ihr tragt den Kleber auf das Band oder auf das Glas auf. Ich würde euch empfehlen, nicht so wie ich aufs Band, sondern aufs Glas aufzutragen, weil es einfach ein bisschen sicherer ist mit dem Klebstoff. Und dann legt ihr das Band an das Glas an und klebt es auf und dann wickelt ihr es einmal herum und wenn ihr einmal herum seid, dann klebt ihr noch das andere Ende an. So. Und damit unser Deckel auch schön aussieht, kleben wir den Rest von dem Band auf den Deckel. Es kann sein, dass, vor allem wenn ihr dieses Strickband benutzt, dass dann so ein paar Fransen abstehen. Da ist es ganz einfach, ihr nehmt den Heißkleber, gebt etwas da drauf und nehmt dann ein Stück Metall, zum Beispiel eine Schere und drückt es fest. Das sieht man hinterher nicht mehr, weil der Kleber ja durchsichtig ist und damit könnt ihr diese Fransen so ein bisschen ziehen. So,
So, und dann braucht ihr das Glas nur noch zu befüllen und könnt es verschenken. Ich hoffe, dieser Geschenktipp hat euch gefallen. Das Rezept findet ihr wie immer auf cookinginaheartbeat.com und am Sonntag gibt es Teil 3 von unserem Weihnachtsmenü. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!